Billige Kindersitze unter 70 Euro im Crashtest. Von 10 Kindersitzen sind 6 durchgefallen. Stiftung Warentest zeigt, welche Modelle man besser nicht kauft. Ruhiger als jedes Kind sitzen unsere Dummies in ihren Kindersitzen, wenn die Fahrt beginnt. Die Crashtest-Karosse wird auf 64 km/h beschleunigt und trifft auf ein Hindernis. Diesen Sitz zerreißt es förmlich. Der Nanya Safety Paris ist beim Test praktisch kollabiert. Da ist beim Frontalaufprall ein Stück aus der Rückwand herausgebrochen. Hier ist also der Gurt befestigt. Der Dummy schlug also nach vorne. Und wenn jetzt tatsächlich ein Kind in diesem Kindersitz gesessen hätte, das wäre mit ziemlicher Sicherheit auf dem Vordersitz aufgeprallt. Und man kann damit rechnen, das hätte sich stärkere Verletzungen zugezogen. Zerrissen hat es zwar nur einen der Billigsitze, auch nicht besser. Beim Tiggo Babyhut knickt die Rückenlehne beim Frontalaufprall weg. Kleinere Kinder schleudern hier sehr weit nach vorn. In der Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit 1000 Bildern pro Sekunde ist das schön zu erkennen. Gleich mehrere Sitze bieten keinen Seitenschutz für größere Kinder, da hier laut Anleitung die Rückenlehne entfernt werden soll. Ohne die Rückenlehne fehlt dann auch die Polsterung für den Kopf. Die Dummies schlagen gegen die Autotür. Mangelhaft im Test sind Nanya Safety Paris SP, Tiggo Babyhut, United Kids Alpha Deluxe, Kid Comfort und Kid Star sowie der in puncto Sicherheit zwar akzeptable, aber mit Schadstoffen belastete Nanya Starter SP. Sehr gute Kindersitze gibt es ab 200 Euro. Zu finden im Produktfinder unter www.test.de/kindersitze.